So, da bin ich auch wieder zu Zelda Wind Waker, auch wenn es jetzt mal wieder etwas länger gedauert hat, aber das hatte ein anderes Problem, und zwar ist das hier sozusagen meine, ja, wie soll ich sagen, meine Generalprobe zum Mac. Huch! Ja, gut, das wollte ich natürlich auch mal testen, wie das aussieht, wenn ich mit dem Mac aufnehme, wenn ich ins Wasser springe, ne? Aber im letzten Part haben wir ja gesehen, hier der Briefkasten ist wieder voll. Guten Abend! Ich habe einen Brief für Lukas. Hier ist Ihr erster Brief von 1. Oh mein Gott. Mal sehen, wer schreibt. Lukas, ich hoffe, es geht dir gut. Hast du genug von meiner Suppe? Ah, Oma. Ich wüsste zu gerne, wo du jetzt bist. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so weit fort. Hoffentlich hast du keinen Hunger. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Lukas, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich mir immer so viele Sorgen um dich mache, aber ich bin nun mal deine Großmutter. Ich habe dir mein Erspartes mitgeschickt. Es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es hilft dir ein wenig. Bitte scheue dich nicht, es auszugeben. Wenn nur du und Ariel bei mir sind, dann brauche ich sonst nichts mehr und bin wunschlos glücklich. Bitte komm bald wieder gesund nach Hause, deine Großmutter. Wow, sind ja ziemlich reich. Ach ja, so, was sollten wir machen? Wir wollten im letzten Part, wir sollen jetzt zur verwunschenen Bastion, ne? Muss ich mal gucken, wie weit es... Boah! Okay. Würde ich sagen... Ahoi! Eieiei. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, weil wir erstmal da hinkommen müssen. Ich fahre jetzt voll in die falsche Richtung. So, ich will nämlich nach da, ne? Ja, so in etwa. So, da. Ach ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen labern. Ja, worüber soll ich labern? Ich habe ein iMac, toll. Ich habe mir ein Programm dafür geholt, damit ich von der HD-PVR aufnehmen kann. Und das Bearbeiten der Videos ist ein bisschen kompliziert, weil da gibt es immer irgendwelche Probleme. Zum Beispiel jetzt dieses Wind Waker Video, das muss ich erstmal stretchen, also auf 16:9. Und ich habe, ne? Es ist schwer mit den Programmen, die mir zur Verfügung stehen, sagen wir es so. Ich habe nichts anderes als iMovie oder Final Cut Pro. Wobei Final Cut Pro ziehe ich vor, aber bei iMovie werde ich auf jeden Fall die Wii U Let's Plays machen, weil das ist tausendmal einfacher. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Im absoluten Notfall gibt es ja immer noch Parallel Desktops, womit ich Windows-Programme emulieren kann. In dem Fall wäre das dann halt Sony Vegas, ne? Ist ja dann viel einfacher. Wo sind wir denn jetzt eigentlich schon? Wir sind schon... Ah, ja, okay. Wieso ist das so, dass immer während der Aufnahme meine Nase verstopft? Mein Gott, das ist schlimm. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja, irgendwie ist das gerade ein bisschen doof, ne? Ist alles so dunkel, wie steht's mit der Uhrzeit? Ach, wir haben morgen. Die verwunschene Bastion sieht man von hier aus schon, oder täusche ich mich? Das ist die doch. Oh. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, das ist nämlich wie ein zweiter Dungeon, wenn man so will. Ein zweiter. Wie der nächste Dungeon, sozusagen. Richtig mit Bossgegner und allem. Oh yeah. Und danach kommen die letzten zwei Dungeons. Die sind richtig Hammer. Wobei, der zweite, der gefällt mir nicht so, aber der erste, den wir dann machen müssen. Der ist cool. Ja, genau, hol noch ein Gewitter. Oh, oh. Obwohl, der Wirbelsturm, tut mir leid, Leute, aber den muss ich jetzt machen. Weil, dann kriegen wir nämlich die Schnellreise zur Verfügung gestellt. Und das wäre schon mal sehr praktisch. Ah, der Wind steht nicht günstig. Komm auf den Wirbelsturm. Auf den Wirbelsturm. Ah. Nicht mehr so weit, nicht mehr so weit. Moment, ich gehe mal ganz kurz den Taktstock. Wie war denn das? Ja. Ah, ich bin gut. Ich bin gut. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, aber ich weiß es noch. Wir müssen nach da. Erstmal. Dann haben wir zumindest stärkeren Wind. Weil den Wirbelsturm will ich doch schon, dann kriegen wir nämlich diese Schnellreisen, wie ich schon gesagt habe. Irgendwie kommt mir das Bild ein bisschen dunkel vor, kann das sein? Muss ich mal gucken. So, jetzt kommt hier nämlich Zyphos, der Bruder von dem Gott der Winde hier. Wie hieß er denn? Ne, der Gott der Winde war doch Zyphos, oder? Keine Ahnung. Hallo! Der Gott der Stürme. Dreistes Menschlein, dass du es wagst, dich unverfroren einem Gott zu nähern. Spüre den Zorn von Zyklos, den Gott des Windes, und sei hinfortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm. Ich habe gerade Hirnfort gelesen. Ganz einfach,
Das geht aber nur, wenn man den Bogen schon hat. Oh, daneben. Oh, ich kann nicht zielen. Oh nein. Das Blöde ist, wenn er uns hinfortfegt, dann... Jo, noch einmal. Ja. Hätte er uns hinfortgefegt, wären wir irgendwo rausgekommen. Zum Beispiel Präludien oder eventuell am Turm der Götter oder Drakonien. Wirklich imponierend, Junge. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Naja, so schnell waren die ja nicht. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Jetzt kommt's nämlich. Ja, bin ich. Falsch? Na, das ist nämlich der Kanon des Sturmes und damit können wir, wie gesagt, die Abkürzungen nutzen. Äußerst praktisch. Jawohl. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell wie der Wind das große weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zu nutzen. Mein Gott, ich kann irgendwie nicht... Tja, ich mach mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Tja, so ist das nun mal, ne? So, das ist die Mutter-Kind-Insel, da wollen wir nicht hin. Da ist die verwunschene Bastion, da wollen wir hin. So. Ich denke mal, wenn wir die verwunschene Bastion fertig gemacht haben, dann können wir auch mal ein bisschen mit dem Wirbelsturm rumspielen, ne? Das klang irgendwie falsch. Dann können wir halt den Wirbelsturm ausprobieren und uns unter anderem auch auf die Mutterinsel, Mutter-Kind-Insel, da, diese große Ding, mal rein teleportieren, weil man kommt da nicht rein von außen. Das, nur mit diesem Wirbelsturm. Klingt komisch, ist aber so. Und hier sind Piraten. Oh nein! Nein! Boah! Seid ihr denn des Wahnsinns? Oh Gott, wir werden beschossen. Wir werden beschossen! Aber wir sind zu schnell für sie. Oh Gott! Okay, aufpassen, was von vorne kommt. Minen sind böse. Löwen auch. Ein gelber Rubin, der ist 10 Rubine wert. Yay. Ach, so weit sind wir nicht mehr weg. Mal gucken. Ne, wir sind schon im richtigen Feld. Ist das nicht schön? Ach ja. Da müssen wir hin, ne? Ist der Maskenkönig eigentlich noch da? Müsste er eigentlich, ne? Der Maskenkönig ist ja der große Vogel da. Der Ariel entführt hat. Oh scheiße, die Scheinwerfer sind an. Was passiert eigentlich, wenn die Scheinwerfer uns entdecken? Ich habe keine Ahnung, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich es wissen will. Ah, scheiß drauf. Vollgas! Vollgas! La-da-da-da-da, wo ist denn hier eigentlich der Eingang? Ach, die schießen auf uns, das ist toll. Oh, wir müssen den Eingang erst freibomben, wie es aussieht. Gut, dann machen wir, hoppala, das schnell. Moment. So, fertig. La-di-da-di-da. Autsch. Also zielsicher sind sie schon mal, das muss man lassen. Ach ja. Gut, so. Okay, Leue. Ganon weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast das Masterschwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Okay. Okay. Die verwunschene Bastion, ne? Wer kennt sie noch? Ich bin die Treppe runtergefallen. Wer kennt sie noch? War toll damals, ne? Damals allerdings ohne Schwert. Wenn wir jetzt erwischt werden von dem Licht, aua. Okay. Passiert rein gar nichts. Aber, ihr habt gesehen, Ganon hat vorgesorgt. Unter anderem damit. Schatten Ganon.
Ist geil, ne? Ach, das Prinzip bleibt wie in jedem Zelda dasselbe. Ne? Einfach diese komischen Bälle zurückschlagen. Und wenn er mal zu blöd ist... Ist das gerade über mich drüber? Das ist gerade über mich drüber. Dann kriegt er den Ball nämlich ab und... ja, dann können wir auf ihn einschlagen, ne? Hat sich seit Ocarina of Time nicht verändert. Beziehungsweise seit Zelda 1. In Zelda 1 war es ja so, dass, da hat man noch gegen Ganon, also nicht gegen Ganondorf, sondern gegen Ganon. Das war diese riesen Schweinbestie. Ich weiß nicht, vielleicht Let's Play ich das auch mal. Ich habe es übrigens noch nie durchgespielt. Irgendwie bin ich immer verreckt gegen Ganon, weil irgendwann hat er sich, glaube ich, auch unsichtbar gemacht. Und unsichtbar, das fand Nintendo damals irgendwie voll toll. Deswegen war alles voll schwer. Und so. Putt-Putt, wo bist du? Da bist du. Ach komm. Und zum dritten Mal und letzten Mal hoffentlich. Allerdings... Wow. Okay, ich dachte, er macht jetzt noch weiter. Uff, ist er tot. Ist er tot. Was ist denn jetzt mit meinem... Gut, die Aufnahme lief scheinbar weiter, weil mein Mac, der hat sich gerade irgendwie in den Sleep-Modus verabschiedet. Das fand ich nicht so toll, aber die Aufnahme lief, schätze ich mal, weiter. Ich hoffe es. Gut, das Licht ist auf uns. Wir stehen voll im Rampenlicht hier, ne? Oh Gott! Wo schießen sie? Mach das auf. Wenn dieses kommt, dann weiß man schon, da kommen Gegner, die sind böse. Ja, wir haben den Stahlhammer gefunden. Nee, das kann jetzt ordentlich wehtun. Hindernisse wie zum Beispiel diese komischen Stacheldinger, die wir gerade hatten, ne? Haltet es ab, ihr zwei Vollidioten. Danke. Da, diese komischen Teile, die kann man damit jetzt kaputt machen. Und das machen wir auch mal. Ich rüste den ganz kurz aus hier und... Ist nicht zu groß, ne? Bam. 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 Ist geil, ne? Ist geil. Ach komm. Stirb! Da war er matsch. Ist geil, ne? Ah ja, ich sag das jetzt häufig. Weil ich den Hammer einfach witzig finde. Komm, ich mach dich matsch. Komm her, du bist platt. Aua. Matsch. Ach, das macht Laune, das macht Spaß. Och komm. Das war jetzt mit dem Schwert, gebe ich zu. Wie ist denn das jetzt? Da muss ich mich jetzt irgendwie... Ich guck einfach mal hier so rum, weil mir gehen die Gegner gerade ehrlich gesagt auf den Sack. Vor allem das Problem ist, da kommen immer unendlich viele. Mein Gott. Oh. Bum. Budu. Bum. Stirb, stirb. Ach, weißt du was? Hier. Master Match. Master Match. Wieso wird der nicht platt gemacht? Das fand ich jetzt voll unsozial. Hier ist eine Truhe. Das wusste ich auch noch nicht. Oder ich wusste es, aber hab's irgendwie verdrängt oder vergessen. Ach, das ist der Kompass. Ja, der Kompass. Ohne Karte ist es immer praktisch, ne? Wo gab's denn hier die Karte eigentlich? Ich weiß es gerade nicht. Oh. Wir haben die Karte. Nur so. Täuscht mich das gerade oder... Da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Ach nee. Die Truhen lassen wir mal Truhen sein. Wie komme ich da rüber, ist die Frage. Achso, ich sehe schon. Hoppa. Und. Hopp. Und mach platt. Bums. Bums. Irgendwie macht das echt Spaß. Aber ich habe immer noch echt das Gefühl, dass es einfach zu dunkel ist. Das Bild, meine ich, ne? Müssen wir mal gucken, Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich auch wüsste, wo ich jetzt hin muss, ne? Im Endeffekt glaube ich sogar fast, dass wir die Truhen so oder so holen müssen, weil da die Schlüssel sind. Oh, oh, Ratten mit Bomben. Komme ich auch irgendwie wieder rüber? Ne, hier komme ich nicht rüber, na danke. Oh nein! Mach Bomben! Bumm! Hat sie Ratten erwischt? Nein.
Die hat's aber erwischt. Und dich auch. So, die nervt mich. Oh Gott. Nicht mehr. So schnell. Ach, wisst ihr was? Wenn wir schon hier unten sind, dann würde ich auch sagen, holen wir uns gleich mal die... Alter, ist das dunkel hier. Holen wir uns gleich mal die Schatztruhe, die hier... Alter, ich muss wirklich das Bild mal heller machen. Ansonsten könnte das Pro... Oh nein! Du auch. Was wollte ich denn sagen? Ansonsten könnte das ziemlich problematisch werden, weil... Alter, ist das dunkel. Ey, da sind zwei von den Schweinepriestern! Ich brenne. Die haben mit einer Lampe geworfen. Aber jetzt ist... Alter, das ist einfach nur ein schwarzes Bild. Ey, da muss ich nochmal gucken. Da muss ich echt nochmal gucken. Oder schreibt ihr mir mal in den Kommentaren, wie das ist. Soll das so stimmungsmäßig sein, auch wenn ich hier wirklich gerade gar nichts sehe? Von da kommen wir... Oh! Items. Und Bombenratte. So, Bombenratte tot. Und noch mehr Items. Ladada. Hier ist wieder etwas heller, aber auch nicht so... Autsch. Wie kann sie die Explosion eigentlich überleben? Das möchte ich echt mal wissen. Wieso kriege ich die Tür nicht auf? Erstmal müssen die Ratten hier weg. So. Ich glaube nämlich, da musste man irgendwie so ein Fass... So ein Fass hier. Ach ja. Lass den Schalter. Und wenn ich jetzt wieder runtergehe, geht die Tür wieder zu, ne? Oder auch nicht. Okay. Hier ist schon wieder was drin. Das wird dann wahrscheinlich eine Seekarte oder so sein. Oder das. Jo. Also ein Herzteil ist natürlich auch immer sehr praktisch, ne? Kann man hier irgendwo hoch? Dann könnte man nämlich über das eine Geschoss hier weg. Nee, geht scheinbar nicht. Ja, gut. Wir nehmen jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit auf. Deswegen würde ich fast sagen... Ah, hier kann man hoch. Ach, stirb. So. Komm. Soll's die Leiter hochgehen? Geht doch einfach mal die Leiter hoch und die Idioten, die stehen unten. Oh, können die hochklettern? Die können hier hoch! Ah, der hat sich in den Abgrund gestürzt. Ich geh mal lieber hier hoch. Du kannst einfach mal runterfallen, das wäre schon praktisch. Ich suche mir mal irgendwas Sicheres und dann beende ich den Part hier. Ah, hier ist wieder heller. Ey, wie gesagt, ich muss da mal gucken. Ich würde sagen, die ballern immer noch rum. Ich würde sagen, ich beende hier den Part und wir sehen uns im nächsten Part und da versuche ich mal ein bisschen... Was zur Hölle? Von wo? Okay, dann stelle ich mich eben hier rein und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer RangerLP. Bye.